Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Himmelwärts mit dem Pierre. Hallo. Und diesmal nur wir beide. Yeah. Ja, ich glaube, die oberen Items waren mir, weil ich habe keine, ne? Kann jedenfalls sein, keine Ahnung. Und, obwohl wir könnten eigentlich, was wollen wir heute machen? Wollen wir erstmal in die Jump'n'Runs gehen dann oder irgendwie umgucken? Wir machen. Ja gut, dann lass ich meine Sache mal gerade hier, dann können wir uns gerade mal umgucken und dann in das Jump'n'Runs gehen. Jump'n'Runs sind ja schon letzte Woche Montag, glaube ich, sollen die drauf sein. Nehmen wir mal die Fackel. Hä? Oh. So. Ja, wo spawnst denn du? Hinter dir. Ach, da. So, dann können wir mal hier. Wir können auch erstmal ein bisschen rumlatschen. Dann müssen wir uns wieder umbringen. Oder ich springe einfach mal nicht. Hier ist schon ein Haus. Das ist, glaube ich, von Danny. Egal. Ja, was können wir noch so schauen? Was sind hier noch? What the fuck? Hier hat jemand schon. Was die hier schon teilweise für große Häuser bauen. Ich glaube, das könnte echt Josh sein. Man muss dazu sagen, wir schauen, also ich habe jetzt gar keine Folge mehr von anderen Leuten reingeschaut. Von daher ist das echt eine Überraschung. Hier schon richtig fett am Haus bauen. Das ist echt krass. Na gut. Ja. Ist noch nicht so innenarchitektonisch großartig ausgebaut, aber ich glaube, da sollten wir mal ganz unsere Fresse halten, weil. Du, ja, ich habe nichts gesagt. Ich weiß, ja, weil ich glaube, innenarchitektonisch wird unser Haus niemals irgendwas existieren. Das hier hinten sieht auch nice. Das sieht echt nice aus mit so. Oben drüber. Ja, aber ist das nicht gehört das nicht jetzt zum Gemeinschaftsgrundstück da hinten? Egal. Keine Ahnung. Eigentlich habe ich gedacht, das gehört dazu, aber. Pain ist das hier. Hier, das hier. Ja. Nein, hier. Das da hinten. Nicht mit Pain. Ja. Achso, da. Eine Seite oder was? Ich sehe gerade nicht mehr das Schild. Egal. Da ist ein Schild. Pain. Blind? Ja, ich sehe kein Schild, what the fuck. Hier ist ein Schild. Und okay. Ich sehe echt keine. Ja, doch, ich sehe die Umrisse davon, aber ich sehe es nicht. Wenn ich drüber gehe, sehe ich die Hitbox davon, aber ich sehe es nicht. Einfach Anzeigebug. Also ich bin wirklich nicht blind. Sondern das ist einfach ein Anzeigebug. So. Hier ist das Gemeinschaftsfeld. Genau. Ich habe schon wieder gleich keinen. Ja, ich brauche auch mal wieder Brot. Ich glaube, wir nehmen uns mal ein bisschen Brot hier vom Gemeinschaftsfeld. Ja, weil du hast das letzte alleine gegessen. Ja. Das habe ich mir gerade noch in der Folge angeschaut, wie ich noch die letzten beiden Brote so hier, Pierre, guck mal, haben gegessen. War echt lustig. Dass man sie nicht töten kann. Sonst hätte ich dich, glaube ich, die ganze Folge lang nur noch getötet. Wo gehst du? Hier ist auch eine Werkbank. Ja, aber ich muss es nicht machen, aber in unserer Truhe. Ja, ich habe auch noch zwei Weizen. Egal. Ich bringe mich jetzt um, ich kann schon nicht mehr sprinten. Ich mache sie in die Truhe rein erstmal. Oh Gott, dieses immer sprinten können, nicht richtig ja, so. Ja, wenn wir uns im echten Leben immer töten müssen, wenn wir nicht mal sprinten könnten, dann. Ja, wären wir schon 30 Mal tot, ja. Nur 30 Mal? 30.000 Mal wohl eher, ja. Geil, Lag. Was denn? Ich hab gerade Lag, hab grad einen hohen Ping gehabt. Oder hab ihn immer noch. Ich hab auch einen 50. Was ist das hier für ein Server, Alter, wo ich einen 50er Ping hab, ey? Ich fühle mich hier schon wie manche andere Leute teilweise. So, genug geguckt, der Rest interessiert mich nicht. Jo. Hier hat auch noch irgendjemand was gebaut. What the, Alter, wie viel Holz die hier sammeln, ey. Einfach direkt sich gönnen mit diesen Holzplanks an sich. So, jetzt gehen wir aber hier hauptsächlich mal in die andere Welt und wollen mal den Jump'n'Runs gucken. Jo, oh, ich komm nicht rein. Ja, doch. So, hier sollte ja schon was offen sein. Das ruckel, 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 ruckel. Hier ist noch alles andere ist noch zu. Hier ist eins auf. Das muss das Jump'n'Run sein. Mal gucken, wie gut. Mal gucken, wie das ist. Alles gleich, weil erstmal runter. Jetzt, ja, ich fahr runter. Ja, das ist beabsichtigt. Ein Ruckel. So, okay, hier fängt's an. Es gibt mehrere und da sollen wir dann am Ende irgendwie irgendwas bekommen. Gibt's hier irgendwo ein Schild? Checkpoint, grüner Teppich, Checkpoint, Fichten. Hä, ist denn hier Schilder oder was? Ja. Und was ist bei mir los? Ich sehe keine Schilder. Was soll die Scheiße? Ich geh hier zum Tropenholz. Ich will Tropenholz haben. So, Moment. Ich sehe immer noch gar nichts. Ich sehe keine Schilder. Okay, ich komme mit meinem Tropenholz. Checkpoint. Alter, wie gechillt sind denn diese Jumps, ey? Schlafe ich hier ein, ey? Ich fall das sind doch deine geliebten Einsatzsprünge, die du da komme ich auch nicht drauf klar, ja. Also, dann sind die aber nicht easy. Ja, weil ich auf drei Sprünge nämlich am easiesten klarkomme. Jetzt sind runter. Checkpoints, ja. Alles klar. Oha.
Man muss doch was mit über einem, ey. Nice. Ach, wir haben hier eine unsichtbare. Ich wollte schon gerade abkürzen, aber da ist eine unsichtbare Wand. Was ist, wenn man runterfällt? Ist dann vorbei? Nee, du hast doch Checkpoints, oder? Also es gibt da immer diese Checkpoints hier zwischendrin. Von daher denke ich mal, dass man dann einfach dahin zurück teleportiert. Wir testen es mal kurz aus. Ja, wir werden hierhin zurück teleportiert. Okay. So. Nein! Alter. Mir fehlt aber das Item, dass ich mich selbst zurück teleportieren kann, dass es schneller geht. Nein! Boah. Jetzt bist du echt. Wie hast du Linie gemacht? Einfach gesprungen. Ja, ach nee. Einfach gesprungen? Ja, und spät gesprungen, ja. Ach. Wow, das ist natürlich wieder mega geil hier. Bist du auf dem Baum? Ja. Boah, Alter. Der Sprung ist eigentlich gar nicht so schwer. Martin. Jo. Nice. Wo kommt der nächste Checkpoint? Hier oben am Baum. Wow, ich fall runter. So, what the fuck, wo muss ich jetzt hin? Boah, jetzt mach ich den Sprung immer wieder. Ja, aber jetzt verkacke ich beim nächsten. Geil. Nein! Oh! Hallo. Ich will mich umbringen, danke. Mann, ey. Jetzt muss ich aber hier oben, der Sprung hier oben ist jetzt nicht geil mit um die Ecke und so. Das ist schon ein bisschen. Obwohl, ich kann einfach hier hochspringen oder auch nicht. Jetzt bin ich hier auch ja, nochmal. Ich versage jetzt bei dem. Das ist wieder hier wie Adventure Map, Alter. Ich versage ein, zwei da. Als ob du hier, als ob die mal mit unsichtbaren Wänden arbeiten, Mann. Ich will dir aufregen, ey. Unsichtbare Wände sind hässlich. Ich will hier einfach hochspringen und es geht nicht. Oder es geht doch, okay, ist doch keine unsichtbare Wand. Hä? Erstmal meckern, aber es ist gar keine. Hä, ist hier kein Checkpoint? Wollen die mich verarschen? What the f... Wie kein Checkpoint hier? Ja, alles klar. Will schon wieder hier... Nach oben. Einen Punkt geben nur, wenn überhaupt in Wohin? World. Hier auf dem Baum. Boah, Alter. Und vor allem, danach ist kein Checkpoint. Das ist ja das mega Abfuckende. Dass danach kein Checkpoint ist. Alles klar. Oh. Okay. Ich bin schon wieder bedient. Vor allem, ich habe den Sprung ja alles geschafft und dann ist danach einfach. Danach hat man noch so welche Sprünge mit Kopf anhauen. Und zwar mehrere und kein Checkpoint davor. Boah. Oh, jetzt komme ich da oben nicht mehr hin, geil. Ja, hier. Alter, wie natürlich viel mit. Begeistert. Wie viel mit. Ach, genau! Wie am Anfang so, ja, das ist voll easy, Mann. Das am Anfang war ja auch easy. Ja. Hätten wir nicht nochmal so aufreißen sollen, ne? Oh, jetzt springe ich nicht. Aber hier mehr. Ohne. Kann ich irgendwie abkürzen? Nee. Aber hier so anhauen. Eine Frage, ne? Wieso ist die. Oh. Ist die nein, ach, genau, da ist nochmal. Ich hasse Sprünge mit irgendwas über dem Kopf. Das sind die letzte Art von Hurensohn-Sprüngen. Oh. Alex, kannst du mir mal sagen, wo muss ich hin? Da oben hin, direkt. Von hier aus direkt da oben. Ah, jetzt bin ich auch runtergefallen. Geil. Ich kann es dir gleich mal zeigen. Von hier oben. Alter, ich bin gerade dumm, um den Sprung zu schaffen. Alex, Mann, chill mal jetzt. Ich will mit dir reden, Alter, und nicht, dass du nur rumracest. Stimmt, meine Scheiße. Wieso hat er denn die Maustaste, die ich vor, gewählt hatte zum Sprinten, jetzt wieder? Also jetzt ist die immer noch drin, obwohl ich eine neue Maus habe. Du hast doch die exakt selbe Maus. Also nein, eigentlich Fabrikat. Nicht. Das ist ein anderes Zeichen vorne drauf. Der Maus drauf. Es stimmt, meine Scheiße. Wie soll man denn hochkommen, Alter? Das geht, habe ich auch geschafft. Aber okay, danach ist noch Kopfanhaussprünge. Drei Stück am Stück. Ja, und das ist scheiße. Ohne Checkpoint. Nein! Ich als jemand, der schon 200 Jump World Dinger oder so gespielt hat oder noch mehr. Also, ich würde schon wieder sagen, Punktabzug für unnötige Schwierigkeit machen durch Checkpoint-Mangel. Ach, come on. Ich schaff. Und das ist halt das, was einen dann aufregt. Ich springe dann immer. Weil man schafft, ich schaffe jetzt schon wieder die Sprünge, die ich davor geschafft habe, schaffe ich jetzt schon wieder nicht mehr. Einfach nur, weil ich mich aufrege. Und weil ich keine Geduld dafür habe, wenn ich nicht dauernd Checkpoints habe. Oh Mann, ey. Gibt man eigentlich nur was, wenn man an Ziel kommt, natürlich, ja, oder? Ich gehe mal stark von aus. Ach komm, ey, das ist doch nicht euer Ernst. Viel zu wenig Checkpoints. Nur wenn ich Jump, wenn ich Adventure Map spielen will, dann mache ich das. Es regt mich einfach auf, dass hier viel zu wenig Checkpoints sind und hier so asoziale Sprünge und davor kein Checkpoint.
Das ist einfach nur demotivierend. As fuck. Oh, ich rutsche wieder runter. Ja, natürlich ist es absichtlich. Alter, spring doch! Jetzt möchte ich auch was. Erstmal direkt aufregen, richtig, ja. Aber die haben auch noch nie eine Jump World Tagessieger-Map gebaut, die Map gebaut haben wahrscheinlich. Dann hätten sie immer nur einstellige, nur eine Punktezahl mit 1, irgendwas. Weil die Leute sich so aufregen. Und der Sprung ist richtig, richtig kacke. Ja, und das doppelt. Das halt und danach nochmal. Ich bin ja immer an die dumme Dinger! Genau das meine ich. Okay. Und da, dass wir nach diesen Sprüngen, dass da kein Checkpoint ist, nach diesen Sprüngen hier, der eigentlich schon relativ schwer ist, sondern dass man danach noch diese ganze Anzahl an Sprüngen hat, das ist halt eben nervig, weil man immer wieder etwas, was man schon geschafft hat, wiederholen muss und das ist immer scheiße. Sehe ich gar nicht mehr. Ja, weil wir immer asynchron springen. Ja. Mütter sind asynchron. Jetzt halte ich beim Erstsprung nicht runter. Alles klar. Vor allem, dass man immer irgendwo anders drauf landet und dann nicht direkt stirbt. Ich bin einfach. Ja, einfach mal. Vorregel Jump Dings und nochmal gesprungen. Läuft bei dir. Ich kann Bock haben, mich zurückzusetzen. Boah. Aber da komme ich immer hoch. Ohne Scheiß, das ist doch. Stand da irgendwas? Ich konnte die Schilder nicht lesen. Stand da irgendwas mit Schwierigkeitsgrad drauf? Oh, habe ich nicht drauf geachtet. Hat mich auch nicht, ehrlich gesagt nicht interessiert. Wahrscheinlich ist es so sogar noch, ey. Ach, schön. Wir lieben doch Herausforderungen. Nicht. Ja, nicht, wenn sie so scheiße umgesetzt sind. Alter. Okay. Wie und ich rutsche halt immer über einen Baum drüber, dann, wenn ich das mit dem Jump boost. Wie oft diese Minecraft-Hurenpuppe einfach mal nicht springt. Das macht sie bei mir schon, aber nicht so, wie ich will. Also nicht dann. Man, ich springe sie einfach scheiße, um so zu sagen. Und dass da kein Checkpoint dazwischen ist, ist scheiße. Müssen wir die dann beide schaffen? Nee. Reicht. Also einer und dann kriegt er das einmal. Gehe ich mal stark von aus. Also ich habe ja keine Ahnung, aber ich denke es halt. Dass du jedes Mal du schaffst, dass du da wieder eine Belohnung für kriegst. Oder ist immer nur einmal möglich? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es dann auch noch so, keine Ahnung, so. 32 Holz oder so. Ist mal im Ernst, wie soll man den Sprung schaffen? Vor allem die Kette an Sprüngen finde ich das Problem. Wenn du einzeln die alle machen kannst, mit immer einem Checkpoint davor, dann sind die echt in Ordnung. Den kann man nicht schaffen. Jetzt mal ohne Witz, du springst immer an diesen oben Krassbock, der da oben drüber ist. Immer. Ich komme halt gar nicht mehr so weit. Das regt mich jetzt gerade schon wieder auf, dass ich nicht so weit komme. Immer so weit. Die Sprünge davor sind voll easy, Mann. Ich schaff die Sprünge davor, wenn ich mir so demotiviert bin. Und das ist scheiß Map-Design, Leute. Sorry, ey, juckt mich jetzt auch gerade überhaupt Sprünge, nicht. Ich schaff die Sprünge immer, außer einmal. Aber ich komm auch immer, wenn ich weiter. Danach kacke ich mal, weil ich immer diesen scheiß Huhnblock da oben springe. Komm mal her. Ich komm da überhaupt nicht mehr hin, weil ich die Sprünge davor nicht mehr schaffe, weil ich so demotiviert bin. Oh. Den Sprung hier schaffe ich schon gar nicht mehr. Guck, ich hau mir immer den Kopf an dem scheiß Baum an, weil ich gar keinen Bock mehr hab, ey. Und danach ist es, glaube ich, fast. Nee, ja. Ist danach ein Checkpoint, diese grüne Dinge? Nee, glaube ich nicht. Danach ist immer noch kein Checkpoint, ne? Doch, da hier, das grüne, das ist bestimmt ein Checkpoint. Keine Ahnung. Hier. Wie zum Teufel soll man da hinkommen? Ich geh da vorbei. Ich rutsche halt immer runter, weil ich dann so Gas gebe. Im Kopf an Haussprüngen da. Ich glaube, ich weiß, wie der geht. Boah. Ich will immer runter. Ich hasse, wenn ich runterfalle. Dann kriege ich immer direkt einen Wutanfall, ja. Hä? Also den check ich echt nicht. Sorry, den check nicht, weil ich, obwohl ich schon so viele Maps gespielt habe, aber nee. Das ist asozial einfach nur. Ich schaff den einfach nicht. Jetzt mal ganz im Ernst. Der ist für mich, der ist nicht machbar, der Sprung. Wie soll man denn da hinkommen? Mal ganz ehrlich. Wie kommt man jetzt zurück? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Will ich nicht mal machen. Ganz ehrlich, ich will die nicht mal machen, die Challenge. So. Jump und JNR abbrechen und zum Spawn wie JNR. Jump and Run, also ja. Wo steht denn das? Auf dem Schild. Ach so. Und dann kann man Ja drücken zum Abbrechen.
Also ganz ehrlich, die beiden. Nur du bekommst trotzdem Holz. Okay, wie viel? Ich hab 32 bekommen. Okay. Tropenholz. Also ganz ehrlich, das ist halt einfach nur asozial, die Sprungweise hier. Nice, wenn du immer. Boah, jetzt kann ich natürlich nicht mehr zu denen kommen, weil du das Schild nicht siehst. Geil. Alles kann ich abbrechen. Übrigens habe ich noch die 15 Minuten gehabt. Mhm. Was? Über 15 Minuten. Dieser Sprung hier, da haut man sich immer den Kopf an, der ist nicht machbar so. Du springst halt und dann hast du den Kopf. Alter, du musst nicht springen halt. Alter, das ist nicht machbar, fickt euch, Alter, das ist nicht machbar. Sorry. Aber du kannst aber nicht abbrechen, ja. Das ist das Problem. Wieso kann ich nicht abbrechen? Ziehst. Wo ist das Schild gewesen, was in der Richtung? Keine Ahnung. Warum sehe ich keine Schilder? Ich mach mal kurz was Resource Pack raus. Dann kommt das daran liegt. Ich sehe immer noch kein Schild. What the fuck? Hä? Nicht geil. Warum sehe ich keine Schilder? Das ist einfach so unlogisch. Ich mach mal kurz Disconnect. Gucken, wo ich da ist. Wahrscheinlich lande ich wahrscheinlich wieder in der Hauptwelt. Nee, lande ich nicht. Okay. Und? Nö, ich sehe immer noch kein Schild. Ohne Texture Pack trotzdem kein Schild. What the fuck? Wo waren das ungefähr? Weißt du es nicht mehr, ne? Nö, ich hab keinen Plan. Da, wo man gespawnt war, direkt auf der Plattform oder in der Nähe von der Plattform? Links neben den Treppen, glaube ich, ist ein Schild. Irgendwo da in der Nähe. Wenn du da links liegt, mit links draufschlägst, kommt dann eine Meldung, wo du dann Ja drücken kannst oder Ja oder Nein. Ich schlag einfach mal irgendwo auf den Baum in der Nähe von den Treppen, wo du hochspringst oder ja, mal irgendwo mit links. What the fuck? Ist einfach so AIDS-haltig. Warum sehe ich keine Schilder? Was haben wir nochmal Truppen? Da komme ich nochmal zu dir. Ja, kriegst du. Das davor war ja einfach. Dann kriegst du ja nochmal so viel Holz. Kannst du ja nochmal checken, ob man nochmal Holz bekommt. Aber es kommt auch immer wieder dieses Klingen, wenn ich auf die Checkpoint drauf springe. Bei mir auch. Mal ob wir ich spring mal kurz runter, was passiert? Ja, ich will zurück, teleportiert. Kannst du so mega hart am Anfang abkürzen, die Sprünge? Ja, klar, aber es ist ja auch am Anfang ist es ja auch so in Ordnung, weißt du, dass es einfach ist. Aber der Sprung da oben ist einfach nicht vernünftig machbar. Das ist einfach asozial. So einen Sprung habe ich denn noch keiner Jump. Wir sind durch eine Mauer. Und habe ich schon vorhin gesagt, eine unsichtbare Mauer. Das sind noch keiner, diesen Sprung da hinten habe ich noch keiner Jump and Run Map gesehen. Einfach, also noch keiner Jump World Map gesehen, einfach weil es asozial ist. Ich weiß, der geht irgendwie, aber das ist einfach nur asozial. So. Bin gleich wieder da. Ich sehe dich schon, ja. Asozial. Bild steht genau neben Treppen. Hier. Wo? Sag da drauf. Sag genau dahin jetzt. Hier auf die Treppe. Links. Hier, Alex. So da, wo in die Richtung, die ich stehe. Okay. Da unten hin. Da unten hier. Ah, jetzt ja. Sehe ich es auch. The fuck, aber ich sehe es schon nicht. Ja. Hol dir deinen Trostpreis ab und kehre zu. So, mach du das jetzt mal. Hast du jetzt nochmal Holz bekommen? Du hast recht, glaube ich. Warte mal. Hast du jetzt nochmal Holz bekommen? Ja. Geil. Aber nur 12. Also kriegst du immer weniger. Okay, dann würde ich aber mal sagen, das war's von der Folge und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.